Nationalspieler Marcel Halstenberg hat sich in der geheimen Trainingseinheit am Dienstag möglicherweise eine schwere Knieverletzung zugezogen. Nach Kicker-Informationen besteht beim Außenverteidiger der Verdacht auf einen Kreuzbandriss oder sogar Abriss. Sollte sich das bestätigen, bedeutet das für den Leipziger das Saison aus, sowie auch das Ende aller Weltmeisterschaftsträume. Klarheit sollen am Mittwoch weitere Untersuchungen bei Kniespezialist Dr. Ulrich Boenisch in Augsburg schaffen. Erst beim letzten Hinrundenspiel gegen Hertha BSC, 2:3, hatte sich der 27-Jährige einen Handbruch zugezogen und war deswegen in der Rückrunde noch nicht zum Einsatz gekommen. Sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte der Verteidiger beim torlosen Remis im Wembley-Stadion gegen England, welches ihm auch das Lob von Bundestrainer Joachim Löw einbrachte. Auch wenn er sich damals seinen Kopf noch nicht über seine Weltmeisterschaftschancen zerbrach, fing der Traum von Russland langsam an zu leben.